Coreys neue Freundin meldet sich zu Wort. Veronika Loi, die neue Freundin von Sportler Corey Günther, bekommt aktuell eine Menge Kritik im Netz ab. Viele glauben, dass das Model die Ehe von ihm und Betty Taube zerstört habe. Doch das will sie nicht auf sich sitzen lassen. Veronika bestätigt nun erneut, dass sie den Fußballer erst kennenlernte. Als er schon Single war. Sie hatten Probleme und sie haben sich vor mehr als einem Jahr getrennt. Verrät Veronika LOI in einem aktuellen Gespräch mit PromiFlash. Auf böse Kommentare bei Instagram hatte Veronika reagiert und dabei klargestellt, als ich ihn kennenlernte, war er Single, macht sie bei Instagram deutlich. Nach der zweiten Hochzeit bröckelte es. Nach einer standesamtlichen Hochzeit 2015 feierten Betty und Koray 2019 noch einmal groß. Nachdem Betty alle gemeinsamen Bilder dann auf Instagram gelöscht hatte, sprach sie erst nur vom Bewahren ihrer Privatsphäre. Die ehemalige GNTM Teilnehmerin war danach aber auch immer wieder ohne Ehering gesichtet worden. Zuletzt hatte Betty dann bei Instagram ihren alten Mädchennamen angenommen.